Polizeigroßeinsatz in Utrecht. Nach dem möglicherweise terroristischen Angriff in der niederländischen Stadt haben Antiterroreinheiten ein Haus umstellt, in dem sich der mutmaßliche Angreifer verschanzt haben soll. Der Täter schoss in einer Straßenbahn und an anderen Orten um sich. Er tötete mindestens 3 Menschen und verletzte mehrere weitere. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Im Zusammenhang mit dem Angriff fahndet die Polizei nach einem 37-jährigen Mann. Sie schließt aber nicht aus, dass es mehrere Angreifer gibt. In Utrecht gilt die höchste Terrorwarnstufe. An Flughäfen und wichtigen Gebäuden wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.